Hallo, guten Morgen hier aus Worms. Ich möchte euch heute mal mitnehmen auf eine Wanderung, und zwar auf den Rheinterrassenweg. Der startet hier in Worms und endet in Mainz. Ich bin, wie ihr gesehen habt, jetzt schon ein Stückchen durch Worms gelaufen, am Dom vorbei, am Luther-Denkmal. Und hier hinter dem Bahnhof startet jetzt auch schon die erste Etappe, und zwar führt die von Worms nach Osthofen. Der Rheinterrassenweg ist so ungefähr 60 Kilometer lang. Mal sehen, wie weit ich heute komme. Die erste Etappe wird jetzt gleich starten. Ich hoffe, ihr habt viel Spaß, mich zu begleiten auf dem Rheinterrassenweg, und zwar vom Wormser Dom bis zum Mainzer Dom. Und auf geht's! Von Stolpenstraße hochgewandert und bin jetzt hier an der Frimm. Und zwar die Frimm, die fließt bei Worms in den Rhein und ist ca. 40 Kilometer lang. Und wie so oft in Worms auch hier wieder schönes Kopfsteinpflaster. So, nachdem ich jetzt die Frimm-Anlage verlassen habe, bin ich noch ein Stückchen durch Wohngebiet gelaufen. Und jetzt geht es hier weiter Richtung Hernsheim. Ach ja, was ich noch sagen wollte, wie ich so durch Worms gelaufen bin, habe ich gesehen, dass dieses Jahr ja der Rheinland-Pfalz-Tag in Worms ist. Ich glaube Anfangs Juni. Der, wo also nichts zu tun hat, kann da mal hingehen. Ja, und für mich geht es jetzt weiter, genau, nach Hernsheim. Und dann kommt Abenheim. Und dann nach Osthofen. Ich kann euch auch mal jetzt kurz die Strecke, die Karte einblenden. Auch gerade gesehen auf dem Schilder, wir befinden uns auch auf dem Lutherweg, habe ich gar nicht gewusst, ja. Und das alte Gebäude, wo wir gesehen haben, das könnte vielleicht ein kleiner Bahnhof gewesen sein, weil hier in der Gegend war auch eine ehemalige Bahntrasse. Ehrlich gesagt, ich weiß jetzt nicht genau, ob wir da drauf sind, ob sie das ist oder nicht. Ich kann es euch nicht genau sagen. So, da ist der Schorsch und wir sind in Hernsheim.
und jetzt sind wir auch schon am Heinsheimer Schloss angekommen. Auf dem Schild stand jetzt, dass am 12.07.771 das Kloster an die Stadt Heinsheim geschenkt wurde. Also eine Schenkung dann vom Kloster Lorsch. Ja, genau. Und nochmal ein schöner Blick auf das Schloss mit Glockengeläut. Und auch hier am Schloss jetzt sehe ich das erste Mal übrigens jetzt eine schöne Infotafel über den Rheinterrassenweg. Hier drüben noch gleich sehen, nochmal eine Infotafel, Schlosspark Worms, Heinsheim. So. Den Kollegen kennt ihr wahrscheinlich alle, oder für die, wo ihn nicht kennen, es ist der Siegfried aus der Nibelungensage. So langsam werde ich jetzt auch den Schlosspark wieder verlassen. Hinter mir seht ihr nochmal schön das Schloss Heinsheim. Hier sind auch überall zu sehen solche Vogelhäuschen mit Nummern drauf. Hier an diesem Punkt, und ich glaube, das war auch mal eine ehemalige Bahntrasse. Sieht auf jeden Fall mal so aus. Ich bin jetzt nicht mehr weit von Abenheim weg. So, schade, ich wäre jetzt lieber da oben weitergelaufen, wie hier auf dem Prapselweg. Aber hier fährt der Weg halt lang, kann man nichts machen. So, jetzt überqueren wir die Landstraße. Worms, Abenheim 3,1 Kilometer, Osthofen 6,8 Kilometer. So, ich bin jetzt eigentlich froh, dass ich hier ein bisschen im Feld bin und durch die Rebenwandere. Durch Worms hat sich der Weg doch ein bisschen gezogen. Hat schon ein bisschen länger gedauert. Das Einzige, was jetzt hier halt noch ist, man hält noch ein bisschen die Autos von der Landstraße. Aber es geht so. So, der Traktor hinter mir ist jetzt gerade an mir vorbeigefahren. Jetzt kann ich wieder weiterreden. Und zwar wollte ich noch ein bisschen was zum Rheinterrassenweg sagen. Der wurde 2014 eingeweiht, und zwar am Krötenbrunnen in Oppenheim, also noch ein relativ junger Wanderweg. Wie gesagt, 60 Kilometer ist er lang und in 6 Etappen eingeteilt,
und wir befinden uns immer noch auf der ersten Etappe. Die endet in Osthofen. Und hier ist auch der Jakobspilgerweg. Hier noch ein Denkmal. Und übrigens befinden wir uns auch immer noch auf dem Pilgerweg. Vor uns liegt jetzt hier Abenheim. Da kommen wir jetzt aber nicht näher dran. Da geht es auch nicht durch, weil der Weg führt jetzt hier hoch und geht hier weiter Richtung Osthofen. Wie man jetzt hier sehen kann, trennt sich jetzt hier der Lutherweg und der Rheinterrassenweg. Lutherweg links, Rheinterrassenweg geradeaus. So, an der Stelle hier kommt der Lutherweg wieder zurück auf den Rheinterrassenweg. Und zwar ist er jetzt noch hier runtergegangen nach Abenheim und hat einen Schlenker wieder hier zurückgemacht. Hier sehen wir ein lustiger Geselle bei der Weinerhände. Das haben wir schon mal gesehen. Jetzt sind wir wieder hier. Da unten bin ich gelaufen. Und da ging es dann hier hoch, praktisch im Quadrat nach Abenheim und jetzt hier wieder zurück. Man hätte hier auch abkürzen können, aber wir bleiben ja auf unserem vorgegebenen Weg. Und hier ein Blick rüber zum Atomkraftwerk Biblis und hinten dran kann man den Odenwald sehen. Jetzt war es ein bisschen bewölkt, jetzt kommt mal wieder schön die Sonne raus, ist herrlich. Und hinter mir sieht man noch die Heinsheimer Höhe. Das ist schon eine Weile her. Jetzt werde ich aber mal gucken, dass ich gleich eine kleine Pause mache. Geht es jetzt wieder weiter und zwar nach Osthofen. Die Pause war jetzt nötig. Ich bin ja so ungefähr nach 9 Uhr in Worms gestartet. Jetzt haben wir immerhin schon nach 13 Uhr. Okay, trotzdem frisch gestärkt, weiter geht's. Ich habe jetzt noch mal kurz nachgeguckt wegen den Bahntrassen. Das hat mir jetzt doch keine Ruhe gelassen. Und zwar, da lief tatsächlich mal eine Bahntrasse von Worms, Hensheim, Abenheim, ging dann noch weiter, war aber äußerst umstritten und wurde auch schon 1961 eingestellt.
Also da war eine Bahnkasse. So, ich habe jetzt mal geguckt, was da auf dem Schild steht, oben an dem Turm. Und zwar ist das ein Weinberghäuschen, das 2000 prämiert wurde von der Weinbruderschaft Rheinhessen. Bergkirche Osthofen. Zur Erinnerung an den ruhmreichen Feldzug 1870-71. Muss ich mal gucken, was das für einer war. Ja, in Osthofen jetzt hier angekommen. Endet auch meine erste Etappe. Hier geht es jetzt runter zum Bahnhof. Und ich mache jetzt hier weiter gleich mit der zweiten Etappe. Und zwar die zweite Etappe geht von Osthofen nach Mettenheim. So, ich habe jetzt mal einen Abstecher gemacht hier an die KZ-Gedenkstätte, an einem nicht so schönen Ort hier in Osthofen. Hier oben kann man noch mal ganz schwach die Schrift sehen von der Möbelfabrik. So, ich war jetzt mal ganz kurz drin in der Gedenkstätte, also in dem großen Raum. Es ist schon ein komisches Gefühl, wenn man da drin steht. Okay, so, nach meinem kleinen Abstecher kann es jetzt weitergehen mit der zweiten Etappe. Nächster Ort dann von Osthofen aus ist Bechtheim. Und hier geht unser Rheinterrassenweg weiter. So, nochmal ein Blick zurück auf Osthofen, über den Dächern von Osthofen. So, jetzt geht es wieder langsam ins Feld. Jetzt wird es wieder ein bisschen ruhiger hier um mich herum. Nochmal zu der ersten Etappe, die war, glaube ich, so 14 Kilometer lang. Und jetzt geht es auf die zweite, die ist nicht ganz so lang. Die ist, glaube ich, so um die 9 oder 9,5 Kilometer. Kann ich ja vielleicht auch nochmal kurz einblenden. Ja, ich glaube, da hinten kann man schon den Donnersberg sehen. Ich denke mal, dass das ist. Ganz da oben sieht man den Funkmast. Ich hoffe, auf dem Video kann man es auch sehen.
ein Terrassenweg auch immer sehr gut ausgeschildert. Also man braucht kein Navi und keine Karte. Man braucht einfach nur den Schildern nachzugehen. Ganz einfach. Und jetzt haben wir auch einen schönen asphaltierten Weg im Feld. So, und der Aussicht hat man sie vielleicht gesehen jetzt. Es ging die ganze Zeit hier schön bergauf, ja. Aber es geht immer noch. Es sind Steigungen, die kann man absolut gut bewältigen. Bis jetzt auf jeden Fall. Asphaltierten Weg habe ich jetzt verlassen und bin jetzt wieder auf dem normalen Feldweg. Und überall sehr viel Windräder. Ein Paradies für Windräder. Hier sind wir am Fischmarkt in Bechtheim. Da gibt es sogar einen Fischmarkt. Stimmt ja, nächste Woche haben wir ja Ostern. Der Osterbrunnen, der Ostereierbrunnen. Hier in Bechtheim wird gerade renoviert, wie ihr seht. Ja, hinter dem Denkmal ist dann noch so ein kleiner Park. Da habe ich eben noch mal kurz Rast gemacht. Ein Blick von etwas weiter auf die Kirche, also kann man nicht viel sehen. Raus aus Bechtheim und jetzt geht es zum nächsten Etappenziel und zwar ist das Mettenheim. Okay, und es geht mal wieder ein bisschen bergauf. Nächster Flug von 1960. Schon was das ist. Es ist wieder ein Wasserbehälter, ja. Steht auch Wasserbehälter, Wasserwerk, Osthofen. Okay. Margit Sponheimer war auch hier. Sehr schön. Ja, alle zeige ich jetzt hier nicht.
Jedenfalls ist es hier ein Weinlehrpfad. Da stehen einige Prominente drauf hier. Schon. Jetzt haben wir hier einen Blick auf den Meliburgus im Odenwald. Das ist, glaube ich, einer der höchsten, wenn nicht sogar der höchste Berg, zumindest mal im vorderen Odenwald. Und hier unten in den Feldern kann man noch schön sehen, wie das Wasser steht. So, ich habe noch was Gutes dabei. Die leidenschaftlichen Momente Amore werde ich jetzt mal probieren. Hier bei diesem schönen Glockengeläut kurz vor Mettenheim. Zum Wohl. Gut. So, es war doch jetzt gut, an diesem schönen Aussichtspunkt noch mal ein kleines Gläschen genießen. Das ist jetzt genau richtig, gleich kurz vorm Abschluss hier vom Hinter mir liegt jetzt Mettenheim. Im Hintergrund hört ihr die Bauern, die sind gerade noch fleißig. Ich suche jetzt Mettenheim den Bahnhof auf. Hiermit habe ich dann die erste und zweite Etappe des Rheinterrassenwegs geschafft. Mache mich dann demnächst auf die nächste Etappe und würde mich freuen, wenn ihr wieder dabei seid. Bis dann, ciao!